Gleich zwei kompakte Ingolstädter sind den Erlkönigjägern ins Netz gegangen. Audi A3 und S3. Dick verkleidet sind sie im skandinavischen Norden vor die Linse gefahren. Dennoch fällt sofort auf, die neue Generation bekommt ein markanteres Gesicht verpasst, inklusive Kotflügelverbreiterung für ein bulligeres Auftreten. Zukünftig soll die Lichtsignatur noch einzigartiger werden, dabei behilflich der zackenförmige Fortsatz an der Scheinwerferunterkante. Mehr Funktionalität, Sportlichkeit plus bessere CW-Werte, das verspricht sich Audi mit dem neuen A3. Die Mittel, neu definierte Radläufe, Türgriffe und Überhänge. Außerdem auffällig der Kühlergrill. Der passt sich Audis neuer Designsprache an. Heißt, noch größer, noch kantiger. Die Diesel sollen sauberer werden, die Benziner sparsamer. Ein E-Motor unterstützt den Benziner beim Beschleunigen, elektrifiziert vom 48 Volt Bordnetz. Der 2 Liter Diesel soll mit SCR-Cut, Partikelfilter und 12 Volt Mild-Hybrid auskommen. Die Leistung zwischen 136 und 204 PS. Außerdem setzt Audi auf Erdgas. Zu den sportlichen Ausführungen. Der neue S3 dürfte sich mit rund 330 PS an die Fersen des BMW M235 heften. Der RS3 kommt wohl nicht mehr mit 5 Zylinder, sondern mit einem hochaufgeladenen Vierzylinder mit 408 PS und 470 Newtonmetern. Mit an Bord E-Boost und Mild-Hybrid. Der A3 findet vermutlich noch dieses Jahr seinen Weg auf die Straße.